Gibt es eine Geld-Zurück-Garantie und wo ist eigentlich der Kaufen-Button? In diesem Video sprechen wir über 9 Gründe, warum wir online nicht kaufen und wie du diese Einwände entkräftigst, um mehr Verkäufe und auch Umsatz zu machen. Hallo, ich bin Marco Ilgen und jetzt zeige ich dir ein paar interessante Details in der Psychologie, die du wahrscheinlich so noch nicht auf dem Schirm hattest. Wir beginnen mit dem ersten Grund, den wahrscheinlich jeder kennt, Seriosität. Ja? Wir schauen uns im Internet die Bewertungen an. Wir wissen nicht genau, welcher Händler hinter einem Angebot steckt und deshalb sind Bewertungen und ist Vertrauen im Online-Bereich so wichtig, weil wir halt nicht den Verkäufer hinter der Theke als Person sehen, sondern nur seine Website, seinen Auftritt dort und das macht es halt schwierig, Seriosität einzuschätzen. Deshalb sind hier die häufigsten Zweifel, ob eine Firma oder Person seriös ist, ob ich ihr vertrauen kann. Und das gilt es über Testimonials, Kundenbewertungen, Bilder, Videos, authentische Inhalte abzufedern. Ja, das ist der erste Grund, warum Leute nicht online kaufen, weil sie dir entweder als Firma oder als Person nicht vertrauen. Dann das Angebot. Ja, du kannst ein toller Typ sein, aber wenn dein Angebot schlecht ist und ich nicht glaube, dass es funktioniert, werde ich auch nicht kaufen bei dir. Deshalb haben die meisten Leute auch Zweifel, ob das Angebot überhaupt funktioniert. Ja? Dieser Wecker hier, funktioniert der, wenn ich den kaufe? Ja? Das muss gezeigt werden. Das wird auch über Kundenbewertungen verifiziert. Und du hörst dann immer so Einwände, ich glaube nicht, dass das Angebot das Richtige für mich ist. Ja? Das sind so diese vorgeschobenen Zweifel, was eigentlich dahinter steckt, ich vertraue nicht wirklich dem Produkt, dem Angebot oder deiner Dienstleistung. Ja? Hier musst du viel erklären. Ja? Mach Videos über das Produkt. Mach auch wieder Kundenstimmen am besten mit dem Produkt in der Hand oder aber halt Leute, die gerade im Prozess stecken, wenn du eine Dienstleistung machst, zeig, wie du für die Leute arbeitest und wie zufrieden sie am Ende sind. Dann der dritte Punkt, wenn sie dir schon mal vertrauen, die Leute, und sie glauben auch, dein Angebot ist gut, dann können es nur noch Selbstzweifel sein, die sie vom Kauf abhalten. Ja, du hörst dann sowas, ich weiß nicht, ob das Angebot für mich funktioniert, ja, ob ich damit Erfolg habe. Das ist ein sehr unterschätzter Einwand, aber der kommt. In Verkaufsgesprächen vor allem musst du der Person klar machen, warum sie auch die Chance hat, jetzt gerade mit deiner Lösung erfolgreich zu werden. Das sind vor allem Leute, die haben schon gekauft, sind reingefallen bei anderen Anbietern und sind jetzt so ein bisschen, ja, die sind schon so leicht verbrannt, so ein bisschen Vertrauen gebrochen, weil sie einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und dann musst du erstmal Selbstvertrauen wieder schöpfen und jetzt erklären die Alleinstellungsmerkmale deines Angebots. Ja, warum habe ich jetzt mit dir die Chance, erfolgreich zu werden? Ja? Stell dir vor, jemand will einen Online-Kurs erstellen, hat schon ein anderes Consulting gebucht da, ist aber an der Technik gescheitert zum Beispiel. Ja? Dann kannst du sagen, hey, mit unserem Programm, mit unseren ganzen Technikvorlagen und unserem speziellen Technik-Onboarding schaffst du es jetzt, das zu lösen. Ja? Und wir sind diejenigen, die dir helfen. Deshalb solltest du uns vertrauen und ja, deine Selbstzweifel, dass du es wegen der Technik nicht schaffst, die lösen wir. Der nächste Punkt ist fehlende Dringlichkeit, ja? Dass die Leute einfach keinen Grund sehen, jetzt zu kaufen. Da kommen dann so Einwände wie, hey, das kann ich ja noch später machen und es gibt einfach kein Zeitlimit. Ja? Deswegen ist zum Beispiel der Black Friday so interessant. Ja? An einem Tag gibt es Sonderangebote, aber nur an diesem Tag. Wenn du sie verpasst, ist es vorbei. Und deshalb sind diese ganzen Aktionen und Angebote auch immer zeitlich limitiert, weil sonst sagt man sich ja, wenn es jede Woche
einen Rabatt gibt im Supermarkt, irgendwann ist der Rabatt halt, also der zieht nicht mehr. Der muss zeitlich begrenzt sein, ja. Das ist was, womit du arbeiten kannst, gerade mit Aktionen. Und ja, da gibt es halt häufig diese Launches, wo man halt dann ein Angebot macht, was es sonst nicht gibt. Also gerade wenn du jetzt ein neues Produkt, ein neues Angebot auf den Markt bringst, mach einen Launch unbedingt, weil du dann diese Dringlichkeit injizieren kannst. Du kannst sagen, es gibt jetzt ein Einführungsangebot und das musst du dir aber jetzt sichern, weil sonst ist es vorbei. Also hier mit realen Verknappungen arbeiten, mit Timern, Countdowns, die dann halt das Angebot und deren Zeitlimit klar machen. Dann kommen Garantiesorgen. Ja, ich investiere jetzt. Was ist eigentlich danach? Was ist, wenn ich nicht zufrieden bin? Gibt es eine Geld-Zurück-Garantie? Das ist wirklich, das ist ein krasser Einwand, eine krasse Sorge, die aber Leute haben. Wie bekomme ich mein Geld zurück? Und wenn es eine Garantie gibt, wie funktioniert die? Ja, muss ich da eine E-Mail schreiben oder kann ich einfach auf den Knopf drücken und mein Abo kündigen? Ja, deshalb siehst du das sehr häufig bei so Abonnements, Angst, dass es schwer zu stornieren ist. Ja, das ist ein Grund, nicht zu kaufen. Ja, weil ich einfach mich frage, hey, was ist denn, wenn ich das nicht mehr brauche? Und vor allem, was muss ich dann machen? Also dieser Einwand wird im FAQ-Bereich vor allem entkräftet, indem man halt sagt, hey, ist total einfach zu stornieren, einfach einen Klick, wir stellen keine Fragen und du bist raus aus dem Vertrag. Also das mit berücksichtigen, wenn du eine Garantie bietest, wie funktioniert es, wie funktioniert die Garantie? Und wenn du ein Abo hast, wie kann man es auch wieder stornieren? Dann komplexer Bestellprozess. Ja, das ist das, was ich anfangs sagte mit, wo ist der Kaufen-Button? Es gibt teilweise Webseiten und Online-Shops, die sich das Leben schwer machen, weil ich nicht den Link zum Kaufen finde. Ja, und umso häufiger das passiert, auch in E-Mails zum Beispiel, da muss man im E-Mail-Marketing drauf achten, dass du wirklich immer schaust, mach's den Leuten einfach, ja. Deshalb funktioniert Amazon ja auch so gut, weil die ein Konto hast du dort und du kannst dort mit einem Klick kaufen, weil deine ganzen Daten hinterlegt sind. Und du kennst das vielleicht, wenn du dich dann bei einem neuen Online-Shop erstmal anmelden musst, ja, dann irgendwie deine ganzen Daten da einträgst, dann noch deine E-Mail bestätigen und dann hast du schon keinen Bock mehr, ja. Lieber als Gast dann kaufen, ohne irgendwelche Daten anzugeben, also ohne jetzt sich jetzt ein Konto zu machen. Und dann ist das Ding durch, weil mit jeder Sekunde, die das Produkt im Einkaufswagen liegt, ohne dass jetzt die Bestellung abgeschlossen wird, dann sinken die Chancen, dass du auch wirklich hier einen Verkauf machst. Also mach's den Leuten einfach, erklär das per Video vielleicht sogar, wenn du einen komplexen Bestellprozess hast. Und generell biete einfache Formulare an. Also ich sehe es auch immer wieder, du kannst die Produkte nur übers Telefon kaufen zum Beispiel. Ja, das ist natürlich bei hochpreisigen Produkten macht das Sinn, wenn man überhaupt nicht einschätzen kann, was hinter dem Preis steckt. Aber so bei allen Produkten, sage ich mal, bis 1.000 € auf jeden Fall Bestellformulare anbieten, weil ja, das kann man auf jeden Fall automatisiert verkaufen und ich möchte dann nicht mit jemandem reden, was dann wieder Zeit kostet und anstrengend ist. So, das ist mein Liebling, ja, Nummer 7, das Umfeld. Und das wird auch wahnsinnig unterschätzt. Aber du kennst das vielleicht, wenn du zum Beispiel in einen teuren Einkauf machen willst. Du kaufst dir ein Auto oder du kaufst jetzt meinetwegen ein neues Smartphone. Das war ja super wichtig in der Schule damals, ja. Was denken die anderen darüber? Ja, auch wenn du in teure Coachings oder Seminare investierst. Die Frage ist, was wird dein Umfeld, deine engsten Freunde, deine Verwandten über den Kauf denken? Ja? Und das ist ein geiler Einwand, den du entkräften kannst, indem du halt sagst, ja, und wenn jetzt deine Eltern fragen, wieso hast du für dieses Smartphone so viel Geld ausgegeben, dann sagst du, hey, ich kann ja damit auch Geld verdienen zum Beispiel. Oder ja, man bietet den Leuten halt in der FAQ-Sektion wieder eine schöne Antwort, wie die Leute das rechtfertigen, diesen Kauf. Und das ist ein geiler
geiler Grund, halt nicht zu kaufen, der auf jeden Fall existiert, unterbewusst, fragt man sich schon, gerade bei teuren Angeboten, was wird wohl, ja, mein engstes Umfeld denken? Und da musst du den Leuten im besten Fall schon die Antwort geben, damit sie sich selber nicht das Ganze, ja, damit sie nicht darüber nachdenken. So, jetzt hier ein schönes Bild, Nutzbarkeit, ja, auch wichtig. Ich kaufe kein Auto, wenn ich im nächsten Monat wegziehe und umziehe in ein anderes Land zum Beispiel, wo ich kein Auto brauche. Ja? Also du kaufst keine Produkte, die du nicht nutzen kannst. Und das ist vor allem auch wichtig hier bei Coachings oder bei Seminaren, bei Live-Veranstaltungen. Wenn ich keine Zeit habe, dann kaufe ich nicht. Ja? Und das muss man vor allem auch so bei längeren Dienstleistungen erklären. Hey, wie viel Zeit brauche ich dafür? Das ist ein häufiger Einwand auch in Verkaufsgesprächen. Und hier muss klar gemacht werden im FAQ-Bereich wieder, hey, du brauchst so und so viel Zeit. Und ja, falls du das nicht hast, falls du mal in Urlaub gehst, kein Problem, wir machen eine Coaching-Pause und dann kannst du danach weitermachen. Ja, also immer schauen, dass derjenige das nutzen kann. Und diese ganzen Fragen, was ist mit Urlaub? Was ist, wenn ich krank werde? Was ist, wenn ich, also wie viele Wochenstunden brauche ich überhaupt? Das sind hier die Fragen der Nutzbarkeit. Und zum Abschluss die Vorbereitung. Ja, häufig gewissenhafte Menschen sagen: Hey, ich brauche doch noch XYZ. Ich muss doch erstmal das andere erledigen, bevor ich jetzt so richtig von dir profitieren kann. Und da gilt es auch, in der FAQ-Sektion oder im Verkaufsgespräch gut zu reagieren und zu sagen, hey, ja, verstehe ich, ist ja auch toll, ehrlich, dass du erstmal die Dinge abschließen willst. Wir können jetzt den Deal schon fix machen und du schließt es ab und wir beginnen in 2 Wochen. Ja? Wie lange brauchst du, um das abzuschließen und so weiter. Oder wenn du merkst, hey, das ist nur ein Vorwand und das ist vor allem aus deiner Expertensicht Quatsch, kannst du auch sagen, ja, das ist ein häufiger Irrglaube, dass du erst deine Ernährung umstellen musst, bevor du abnehmen kannst. Ich zeige dir, wie du mit 4 Minuten Workout ja, einen viel größeren Effekt hast als die Ernährung zum Beispiel. Und dann hebst du einfach die Wichtigkeit deiner Problemlösung über die anderen Problemlösungen, über die anderen Anbieter. Ja? Und häufig fehlen hier einfach noch Informationen. Ja? Ich will mich noch bei der Konkurrenz informieren. Ich habe noch andere Angebote auf dem Tisch liegen. Ja, dann glaubt er das, also dann hat er noch Zweifel an deinem Angebot und es ist noch nicht wichtig genug. Ja, also mach es wichtig und sag, ja, du kannst es jetzt vor dir herschieben, aber schau doch mal, du bist doch, wir reden jetzt hier schon eine ganze Weile, du bist doch zu mir gekommen, weil du es jetzt endlich mal lösen willst. Also, wo ist das Problem? Warum schiebst du es vor dir her? Und dann halt ganz offen zu reden, Real Talk zu machen und auch so einen kleinen Arschtritt zu platzieren, ja. Einige brauchen das von außen, jemand, der ihn wachrüttelt, ja, der sie wachrüttelt. Das waren die 9 Gründe, warum wir online nicht kaufen. Schreib mir gerne mal deinen Favorit unten in die Kommentare. Für mich ist es ja das Umfeld, was wirklich real ist und wo man aber super um die Ecke denken muss. Und ja, ich hoffe, die Tipps haben dir geholfen, mehr Umsatz, mehr Verkäufe zu machen. Ich freue mich über deine Erfolgsgeschichten. Wenn dir das geholfen hat, gerne liken und den YouTube-Kanal abonnieren, um weitere solche Videos zu sehen. Und das ist das Stichwort. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich sage, see you, Digitalunternehmer.